geht ab, Raffaelos Race Spectre? Hoppala, jetzt hab ich mal gleich mein Pilzbild kaputt gemacht, du. Was geht ab, Raffaelos Race Spectre, dass ihr wieder eingeschaltet habt? Freunde, schön, dass ihr am Start seid. Ich hab ein ganz interessantes Video heute geplant. Beziehungsweise eher peinlich, aber nicht für mich, sondern für euch. Weil ich war schon an der Reihe. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe ja ein Video gedreht, Wahrheit oder Wachsen, wo ich mir die peinlichsten und unangenehmsten Fragen stellen lassen habe und meine peinlichen Geheimnisse auch ausgeplaudert habe. Deswegen, was für ein Satz, du blöde Kuh. Auf jeden Fall, falls ihr das noch nicht gesehen habt, es lohnt sich, ja. Ich habe kaum noch Haare am Bein, das war wirklich schmerzhaft. Es tut halt immer noch weh. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich drehe heute den Spieß einfach mal um und ich habe euch darum gebeten, dass ihr mir jetzt eure peinlichsten Geheimnisse und Geschichten und auch vielleicht... Ihr habt euch auf jeden Fall ausgetobt. Ich habe schon ein paar Sachen in der Vorschau von den Nachrichten gesehen und das war schon ziemlich krass. Aber im Endeffekt hat der Flo jetzt einfach ein paar Sachen rausgesucht, gescreenshottet und ich werde die mit euch jetzt zum allerersten Mal lesen. Ich werde natürlich, keine Sorge, eure Namen im Video nennen. War ein Witz, Alter. War ein Witz, beruhig dich. Es ist natürlich alles 100% anonym, habe ich euch versprochen, werde ich auch halten. Und ich würde sagen, wir fahren schon gar nicht lange rum. Ich sitze nämlich auch schon auf heißen Kohlen. Ich will endlich wissen, was ihr kleinen Schlingel so alles angestellt habt. Ah ja, wenn ihr übrigens wollt, dass ich öfter solche Videos mache, beziehungsweise ich kann auch einen Teil machen, wo ich mal auf Helium das mache, dann ist er eh. Ich glaube, es wird ultra lustig. Dann gebt jetzt schon mal einen Daumen nach oben und ich würde sagen, jetzt fangen wir direkt los mit der ersten peinlichen Story. Von der lieben Gundula. Der war der Witz. Ich war mal mit meiner Oma beim Essen in einem Restaurant und hatte mit unserem Kellner immer wieder mal Blickkontakt. Irgendwann meinte sie zu mir, ob da gerade etwas knistert zwischen uns. Darauf konnte ich nicht wirklich antworten, weil ich mir unsicher war. Wir sind dann irgendwann wieder heimgefahren und der Kellner ging mir aber nicht aus dem Kopf. Also habe ich ihn kurzerhand auf Facebook gesucht und ihn angeschrieben. Er hat sich auch sofort an mich erinnert, in Klammern sogar, was ich gegessen habe. Ich dachte mir, yes, Jackpot. Aber nach kurzer Zeit kam die Nachricht. Ich würde gerne mal was mit dir unternehmen. Nur muss ich dir leider aussagen, dass ich vergeben bin. Und das nicht mal an ein Mädchen. Ich habe mich an einen vergebenen, schwulen Kellner rangemacht. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste an der Sache. Als ich meine Oma danach wieder gesehen habe, hat sie mich gefragt und... Hast du jetzt auch endlich erkannt, dass dein Hübscher aus dem Restaurant schwul ist? Sie hat es die ganze Zeit geahnt und sich nur innerlich darüber lustig gemacht. Ich bin einkaufen gegangen und mein Opa ist draußen geblieben. Er hat gesagt, er bleibt da stehen. Kaum bin ich reingegangen, fährt er weg und genau das gleiche Auto parkt da. Ich komme raus, setze mich in das fremde Auto und plötzlich kommt es von der Seite. Ich glaube, sie sind im falschen Auto. Ich bin ausgestiegen und weggerannt. Das war so unfassbar peinlich. Das bin zu 100% ich, Mann. Ich bin mal einfach nackt auf der Straße gegangen. Ja. Nackt mit G. Alles klar. Ich bin mal einfach nackt auf die Straße gegangen, weil mir so warm war. Und alle Leute haben mich angeguckt. Das ist alles. Das ist die komplette Story einfach. Ey, das ist so, das mache ich jeden Samstag Vormittag. Das ist ganz normal, Mann. Peinlich ist es eigentlich nicht. Ja. Ich hatte mal eine ganze Zeit lang Briefkontakt zu einem Häftling. Wie alt bist du, Mann? Als ich erfahren habe, warum er sitzt, habe ich ihm nicht mehr geantwortet. Er hat aus Bedangen eine ältere Dame umgebracht. Umgebracht? What the fuck, Mann? Die Story ist noch nicht mehr zu Ende. Ich habe erst drei Zeilen gelesen, Mann. Er hat aus Bedangen eine ältere Dame umgebracht, als er sie beklaut hat. Sorry, aber da hört es für mich auf. Der Zeitpunkt war auch gut gewählt, ihn nicht mehr zu antworten, weil ich umgezogen bin und er somit meine neue Adresse dann nicht mehr hatte. Also ich bin leicht schockiert, du. Wenn ich lache, tue ich immer meine Hand vor den Mund. Ist einfach eine Angewohnheit. Eines Tages war ich in Burger King mit einer Freundin. Diese hat mich zum Lachen gebracht. Ich hatte einen Strohhalm in der Hand und als ich lachen musste, hatte ich aus Reflex meine Hand vor den Mund gehalten. Und schwupps war der Strohhalm mega tief in meiner Nase. Eine riesen Pfütze Blut unter mir. Hatte so Kreislauf und bin zusammengesackt. Kurz darauf kam der Krankenwagen, um mich zu holen. Die im Krankenhaus wollten mich einweisen lassen, weil die dachten, ich wäre auf Drogen. Die haben mir das einfach nicht geglaubt. Ich musste dann was unterschreiben, sodass ich gehen konnte. Alter, und ich dachte, ich wäre bekloppt, Mann. Einfach die Vorstellung. Du wirst den verdammten Chicken Wrap in den Krachen stülpen. Da ist da so ein halber blutender Säbelzahntiger, Mann. Mit so einem Strohhalm aus der Nase.
Ich und meine Cousine sind gegeneinander gerannt und haben uns aber halt auch gesehen und dachten, Ivi, der andere jeweils weicht aus und mussten dann in die Notaufnahme. Wir beide hatten eine Lungenprellung. Digga, was habt ihr da für einen Flickflack gemacht, Mann? Ihr müsst ja beide 100 km/h gelaufen sein. Ich war mit meinem Bruder Schuhe kaufen und wir suchen uns dann immer hässliche Hausschlappen raus und geben uns eine Backpfeife damit. Was ist denn das für eine geile Tradition, Mann? Geil. Warum auch immer. Auf jeden Fall wollte ich ihn überraschen, schleiche mich von hinten an und schlag richtig zu. Was soll ich sagen? Mein Bruder stand weiter entfernt lachend da. Mir tut der Typ noch immer leid. Ach ja, ich bin danach schnell abgehauen. Ich hatte mal ein Date im Kino. Oh, okay, Stichwort Date. Schreibt jetzt mal euer peinliches Date in die Kommentare. Ich bin saugespannt. Aber jetzt erstmal zurück zur Geschichte. Und wir haben halt ein großes Menü gehabt und ein 2-Liter Getränk gehabt. Und nach dem Film musste ich dringend aufs Klo. Aber da ich öffentliche Klos und besonders das Frauenklo immer so voll ist, habe ich es eingehalten. Ich habe ihn zum Bahnhof gebracht, er hat mich geküsst. Dabei konnte ich mich nicht mehr aufs Einhalten konzentrieren und es ist etwas rausgelaufen. Ich habe versucht, es wieder reinzudrücken, was sehr schwer war und hatte einen Fleck am Schritt. Und er hat es natürlich bemerkt, es war so peinlich. Wie kann man denn Pippi wieder reindrücken oder kam da auch noch ein bisschen Land daraus? Ich war in der Schule, bin im Unterricht ans Handy gegangen, weil dein Video online kam. Hab es mir angeguckt, ich konnte aber nichts verstehen. Hab dann meinen Lehrer gefragt, ob ich aufs Klo kann, bin aufs Klo gegangen und hab dort deine Videos geguckt, was natürlich länger gedauert hat. Wo dann das Video zum Ende war, bin ich wieder in den Klassenraum gegangen und der Lehrer fragt mich, ob ich groß oder klein war. Ich wurde mega rot und hab mich einfach auf meinen Platz gesetzt. Das war mir mega peinlich. Ich war mit meinem damaligen Freund und wieder einer Freundin auf Heuballen. Wir hatten uns noch nie geküsst und dann musste ich pupsen und bin von dem Heuballen runtergeklettert, damit ich den irgendwie leise rauslassen kann. Da ich wusste, sonst passiert das aus Versehen. Naja, so leise war es dann nicht. Ich habe es auf die Katze meiner Freundin geschoben. Ich glaube, er hat es mir nicht so wirklich geglaubt, Mann. So eine richtig kleine, süße, putzige Katze. Dann kommt so... Beim Sportunterricht hatte ich einmal die Periode, hat eine kurze Hose an. Also ich bin Junge, aber ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Keiner hat etwas bemerkt, doch dann ist ein Junge auf eine rote Blutpfütze ausgerutscht. Und ich bin weggelaufen und dann haben alle gelacht. Ich war auf einer Geburtstagsparty und ich habe gehört, dass meine Sis gekotzt hat. Und dann wollte ich zu ihr gehen und habe so ihren Namen gerufen auf dem Klo. Und was passiert? Genau, eine alte Omi kommt raus und... Was macht der Omi auf einer Hausparty, Alter? Eine alte Omi kommt raus und verhaut mich mit ihrer Tasche. Danach habe ich meine Schwester gesehen und habe gefragt, ob es ihr gut geht. Doch dann sagt sie nur so, Iu! Und ich so, hä, was? Und so sie dann, dein Po! Und dann gucke ich hin und die alte Omi hat da Nutella draufgeschmiert. Was? Auf meine weiße Hose, Mann. Sorry. Entweder hast du das krankeste Leben mit den krankesten Omis in deiner Umgebung oder diese erfundene Geschichte. Als ich noch 6 Jahre alt war, hatte ich mal eine kleine Glühbirne und habe überlegt, wie ich die zum Leuchten bringen könnte. Oh nee, ey. Ich habe eine silberne Kette genommen und habe die in eine Steckdose getan und wollte daran die Birne zum Leuchten bringen. Mein Bruder hat früher mal Pferdekot mit einem Bollerwagen eingesammelt für unseren Onkel. Ich hatte Inliner an und habe mich festgehalten, damit mein Bruder mich zieht und ich nicht fahren brauche. Ihm hat es wohl gestört, ist mit dem Bollerwagen losgelaufen und ruckartig stehen geblieben. Naja, und ich bin dann halt mit meinem Kopf in dem Pferdescheiße gelandet. Ekelhaft. Und peinlich. Der Besuch auf der Terrasse hat sich fast bepisst vor Lachen. Mein erstes Mal war sehr peinlich. Wir haben Geburtstag gefeiert und ich bin mit meinem damaligen Partner ins Bett gegangen. Und dann kam alles zu einem und leider ist er auf mir eingeschlafen und wir haben vergessen abzuschließen. Dann kamen Leute rein, haben es gefilmt und dann am nächsten Tag war es online und ging durch meine ganze Schule rum. Selbst mein Klassenlehrer wusste darüber Bescheid. Als Krönung habe ich anonyme Briefe bekommen mit Fragen, willst du mit mir Sex haben? Ja, nein oder vielleicht. Okay, jetzt mal abgesehen von der lustigen Stelle, dass ihr Freund auf ihr eingeschlafen ist. Der andere Teil, der ist unter aller Sau. Das ist nicht mehr lustig, Mann. Und sowas solltet ihr niemals unterstützen oder auch noch mitmachen. Das ist wirklich mega scheiße. Das ist ja dann kein Spaß mehr, sondern das ist wirklich Mobbing. Sowas feiere ich echt überhaupt nicht, Mann. Es ist schon schlimm genug, dass man das filmt, aber dass man das dann auch noch öffentlich stellt. Sorry, aber da habe ich wirklich meinen kompletten Respekt vor solchen Menschen verloren, Mann. Wir bleiben aber direkt beim Sex. Und zwar, als ich mit einer Affäre geschlafen habe, habe ich ihn bei dem Namen meines Ex-Freundes genannt.
Ich habe damals mit 17 meine Schwiegereltern nackt unter der Dusche erwischt bei einer gewissen Aktivität. Danach habe ich das Zimmer von meinem Partner bis zum Sonntag nicht mehr verlassen. Es sei denn, er hat vorher geguckt, ob die Luft frei ist. Nach diesem Wochenende habe ich dann auch Schluss gemacht. Oha, wie gemein ist das denn, Mann? Boah, ich hoffe aber nicht, du hast Schluss gemacht, nur weil du die Eltern erwischt hast. Das wäre voll ungerecht, mein armer Freund. Ich war mit meinem Freund bei seiner Mutter über Nacht zu Besuch und wir haben mit Laptop einen Film geguckt und er war mit seiner Hand unter meiner Decke beschäftigt. Uiuiui. Das Problem war, seine Mutter kam plötzlich unerwartet rein und quatscht plötzlich mit uns und will wissen, was wir da gucken. Setzte ich mit auf die Bettkante und hat den Film für locker 15 Minuten mitgeguckt. Er musste die ganze Zeit die Hand da lassen, wo sie war, sonst hätte sie es mitbekommen. Ich habe echt Schiss gehabt, dass sie die Decke irgendwie etwas wegzieht, aber das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben. Meine peinlichste Story ist Gott sei Dank schon etwas her, aber das war auf der einen Seite echt mies und peinlich noch dazu. Hab einen echt guten Kollegen in der Klasse gehabt, war mit ihm auch echt gut dicke und hab mich damals in ihn verknallt. Und als ich ihn dann mal zu Hause besucht habe, habe ich ihm meine Liebe gestanden. Und dann kam ums Eck ein Kerl und er outete sich als schwul und das war sein Freund. Bitter, und mir war es so peinlich damals. PS, er hatte in der ganzen Zeit seinen Freund schon über ein Jahr und ich habe nichts mitbekommen. Alter. Was? Das war dein bester Freund, aber du hast nicht mitbekommen, dass er schwul war und eine Beziehung hatte? Ich habe einen Jungen, in den ich verknallt war und dann habe ich ihm einen Liebesbrief geschrieben und den habe ich einem anderen Jungen aus Versehen gegeben. Ich habe mal ins Bett gemacht mit 8 Jahren. Ganz ehrlich, macht ja keinen Stress, der Flo macht immer noch ins Bett. Eines meiner peinlichsten Stories ist, dass mein Freund zum ersten Mal hier war und meine Mutti erstmal erzählt hat, wie ich früher als kleines Baby mit anderen Babys so Schwimmkurs hätte. Wo alle Babys nackt waren. Übelst peinlich. Außerdem nennt sie mich immer Entchen. Also ich weiß ja jetzt nicht, was peinlicher ist. Die Nacktbilder oder das Entchen. Ich habe eine Person am Waschbecken einer jungen Toilette gesehen. Da die Person lange Haare hatte, ging ich davon aus, dass es ein Mädchen war. Darauf sagte ich zu dem Mädchen, dass die Mädchentoilette auf der anderen Seite ist. Als die Person dann zu mir sagte, dass sie es wüsste, merkte ich erst, dass es ein Junge war, der mega lange Haare hatte. Das war mir mega peinlich. Als ich es meiner Schwester erzählte, haben wir uns nicht mehr einbekommen vor Lachen. Hatte mit meinem Verlobten Sex im Bad von meinen Eltern, als es plötzlich geklopft hat und meine kleine Schwester, die damals 5 war, gerufen hat, könnt ihr euch bitte mal beeilen, ich muss Pipi. Das war mir dann so peinlich. Mein Freund hat mir beim Rumknutschen in den Mund gerülpst. Als ich 15 war, wollte ich meine Schwester und ihren damaligen Freund wecken. Habe nicht mitbekommen, dass die beiden gerade Sex hatten. Und habe einfach die Decke weggezogen. Schock meines Lebens mit 15 Jahren. Liebe Grüße an dich und bleib so, wie du bist. Was ist das denn für eine Sprache? Ich treffe mich jeden Freitag und Sonntag mit meiner Freundin oder hab mir Jungs. Das ist ganz lustig, weil jeder am besten Freund hat. Wir schauen alle deine Videos. Wir müssen immer lachen haben. Mein Feind vergleiche mich gerne mit dir, da ich auch so tollpatschig bin. Na ja, so voll dazu jetzt zu meiner gepeinigsten Dinge, die mir je passiert haben. Wie jeden Freitag haben wir uns wieder getroffen. Wir haben einen Berg runtergegangen. Von den Jungs hinten wir. Ich wünschte, wir waren vorgegangen. Danny, an dem Tag war ich sehr rutschig. Und Andi, was? Da geht's nicht weiter. Das war's. Das ist ja Ende der Geschichte. Das kann doch nicht sein, oder? Ich hab mal den Wohnzimmertisch abgefackelt, als ich 10 war. Feel you, Bro. Ich würde sagen, genug gelacht für heute und genug peinliche Gänsehautmomente gehabt. Ey, meine Stimme ist schon komplett weg, Mann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt jetzt unbedingt mal einen Daumen nach oben. Und wenn ihr öfter solche Videos haben wollt, dann gebt jetzt erstmal einen Daumen nach oben. Ich kann auch gerne mal so eine Helium-Version machen, wo ich alles mit Helium vorlese. Das wird dann, glaube ich, 3-mal so lustig. Aber bis ich das mache, dürft ihr natürlich sehr gerne auch erstmal bei meinen anderen Videos noch vorbeischauen, wenn ihr die noch nicht kennt. Abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ist natürlich kostenlos. Und wir sehen uns sehr bald schon wieder im nächsten Video. Haut rein, genießt euer Leben und ciao!